Für die Freien Demokraten steht eindeutig fest, dass der Hessentag ein schönes und sinnvolles Fest ist, das der jeweiligen Region, in der es ausgerichtet wird, durchaus positive Impulse geben kann. Nichtsdestotrotz sehen wir auch den organisatorischen und den finanziellen Aufwand der Veranstaltung, so dass wir fordern, dass es ausreicht, wenn diese Veranstaltung zukünftig alle 2 Jahre nur stattfinden wird. Genau diese Position hat auch Florian Rentsch in der Aktuellen Stunde der FDP-Fraktion vertreten. Und er fordert die schwarz-grüne Regierung auf, dass sie endlich ein funktionierendes Konzept für diese Veranstaltung auf den Weg bringen muss. Und als erstes hat das Wort Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Aktuelle Stunde könnte auch heißen, wie gut, dass es den Steuerzahlerbund gibt, der auch dieses Parlament, auch unsere Fraktion, gelegentlich daran erinnert, was der Hessische Landtag beschlossen hat. Liebe Kollegen, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir Richtung 2020 alle verpflichtet sind, hier im Hessischen Landtag uns Gedanken zu machen, wie wir die Schuldenbremse einhalten. Und wenn man über die Schuldenbremse in Hessen diskutiert, ist halt die Grundlage dessen, was wir in der Zukunft angehen müssen, die, dass für uns alle feststeht, es kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Ich will an dieser Stelle klar sagen, dass aus Sicht der Fraktion der FDP auch mit unserem Antrag zu einem 2-jährigen Rhythmus beim Hessentag zu kommen, dort ein von Landesseite Ansatz gegeben wäre, diesem Kostenreduktionsziel, dem Sparziel, was wir alle gemeinsam ja beschlossen haben, 70% der hessischen Bürgerinnen und Bürger bis auf die Linkspartei das auch wollten, dass wir alle gemeinsam dafür sorgen müssen, dass das auch so kommt. Unser Antrag, den 2-Jahres-Rhythmus in Hessen einzuführen beim Hessentag, ein Konzept vorzulegen, wie man Großveranstaltungen koordiniert, dass nicht alles nebeneinander läuft, Gartenschau, Familientag, Hessentag, wäre notwendig gewesen. Dieser Antrag hat keine Mehrheit gefunden, das akzeptieren wir natürlich. Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Koalition, der Antrag von CDU und Grünen hat eine Mehrheit gefunden. Sie haben mit Ihrer Mehrheit einen Antrag im Hessischen Landtag beschlossen, der den Titel trägt Hessentag der Zukunft. In diesem Antrag haben Sie auch beschlossen, dass neben der Kostenreduktion, die Sie anstreben, und das ist ja auch im Koalitionsvertrag verankert, zwar sehr dünn, aber trotzdem steht etwas dazu drin, dass Sie in diesem Antrag festgelegt haben, dass wir im Rahmen einer Anhörung mit Kommunen, Verbänden und Beteiligten die Zukunft und gegebenenfalls die Neuausrichtung der Landesfeste durchzuführen ist, neben prinzipiellen Erörterungen, soll eben auch geprüft werden, wie Einsparungen vorgenommen werden können. Und wir halten, meine Damen und Herren, diesen Antrag, den Sie beschlossen haben, für richtig. Er ist weniger als das, was wir wollten, aber er ist der richtige Weg. Und ich glaube, der Satz gilt ja heute noch wie vor einigen Jahren, 2011 im August. Der Hessentag lädt uns ein, künftig alle 2 Jahre dabei zu sein. Und meine Damen und Herren, von wem kommt dieser kluge Satz? Jetzt muss ich auch mal sagen, da muss man auch über die Parteigrenzen mal loben können. Herr Kollege Wagner, dieser Satz kommt von Ihnen. Und deshalb stellen wir auf der einen Seite fest, dass Sie mit dieser Forderung gescheitert sind. Aber wir halten es für richtig, dass die FDP-Fraktion an Ihrer Seite steht, wenn die Beschlüsse des Hessischen Landtags, die Landesregierung führt eine Anhörung durch, dass diese Beschlüsse des Hessischen Landtags auch eingehalten werden. Das ist das Minimum, was wir erwarten dürfen, wenn das hessische Parlament die Exekutive verpflichtet, dem nachzukommen, was die erste Gewalt in diesem Land beschlossen hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Erspare Ihnen einen Diskurs über die Gewaltenteilung, aber ich glaube, es ist klar, das kann die Landesregierung eigentlich nur vergessen haben. Das kann die Landesregierung, Herr Kollege Reif, nur vergessen haben. Und ich weiß, dass Sie immer an meiner Seite sind, wenn es darum geht, die Rechte des Parlaments durchzusetzen. Und dafür danke ich Ihnen ausdrücklich, Herr Kollege Reif. Sie sind ein guter Kollege. Ihre Zwischenrufe haben lange Bekanntheit in diesem Landtag. Nicht nur Herr Al-Wazir hat schon darunter gelitten, profitiert, weiß jetzt nicht, wie es heute gesehen wird. Bis heute, meine Damen und Herren. Und deshalb, Sie haben recht. Lassen Sie uns gemeinsam, Herr Reif, die Freien Demokraten mit den Christdemokraten und den Grünen, ich glaube aber auch den Sozialdemokraten, dafür Sorge tragen, dass die Beschlüsse dieses Landtags auch durchgeführt werden und nicht, dass sie vergessen werden. Denn es kann zum Schluss für mich nur ein Vergessen sein. Andererseits müsste man ja feststellen, die Landesregierung hätte sich versucht, durchzumogeln am Beschluss der ersten Gewalt vorbei.
Und das will ich mir bei aller Liebe nicht vorstellen, dass diese Landesregierung so etwas tut. Insofern, meine Damen und Herren, ist heute der richtige Zeitpunkt, dass wir gemeinsam wieder dafür Sorge tragen, dass das Sparen in diesem Land ernst genommen wird. Die Schuldenbremse ist keine Spaßveranstaltung, sie ist für uns eine Verpflichtung. Und deshalb gehört alles auf den Prüfstand. Das hat der Landtag hier beschlossen. Und jetzt wird es auch durchgeführt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es wird sich nicht drumherum gedrückt. Wir sind der festen Überzeugung, dass es ein Zukunftskonzept geben muss. Ich sage auch noch mal ganz ausdrücklich, der Hessentag hat tolle Zuschauerzahlen. Er ist doch eine Erfolgsgeschichte, aber er hat deshalb auch so tolle Zuschauerzahlen, weil eben auch viele Großveranstaltungen von HR3 und FFH dort stattfinden. Und deshalb muss man trotzdem feststellen, er ist eine Kontaktmöglichkeit mit vielen Bürgerinnen und Bürgern. Er ist eine gute Institution. Aber die Idee dieses Festes würde trotzdem auch noch funktionieren, wenn es nur alle zwei Jahre stattfindet. Es würde einen immensen Beitrag zur Konsolidierung unseres Landeshaushalts leisten. Die Kommunen, die den Hessentag durchgeführt haben, haben in den letzten Jahren alle, meine Damen und Herren, ein großes Defizit erreicht, ein finanzielles Defizit. Und deshalb auch diesen Kollege Rentsch, bitte, letzter Satz. Auch diesen Rhythmus jetzt auszudünnen, meine Damen und Herren, so wie es die Grünen einmal vorgeschlagen haben, das wäre heute der richtige Zeitpunkt. Und deshalb nehmen Sie Ihre eigenen Beschlüsse ernst und lassen Sie sich nicht von der Hessischen Landesregierung dupieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank.